Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich Blumenkohl, auf so eine ziemlich magere Art, kann man sagen, so vegan. Und diese Blumenkohl kann man auch im Backofen zubereiten, aber kann man auch in Fritteuse zubereiten. Und ich habe es heute in Fritteuse zubereitet. Und ganz ehrlich muss ich sagen, ich will dieses Gerät gar nichts mehr missen aus meiner Küche. Es geht schneller und verbrauche nicht so viel Energie. Und besonders jetzt im Sommer hat man nicht so viel Hitze in der Küche. Ja, und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute Blumenkohl zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Aber ganz kurz möchte ich so eine Ansage sagen, dass ihr bestimmt merkt oder seht, dass auf meiner Startseite neben Abonnieren ist ein Button aufgeleuchtet, als Mitglied von meiner Community werden. Und den habe ich jetzt aktiviert und möchte einfach mal ausprobieren, mit euch mal vielleicht so eine Zusammenarbeit machen. Ich bin noch erstmal am Anfang und ich denke mir, ich werde das ja schon ein bisschen noch mehr ausarbeiten und mehr euch was dazu bieten. Aber wenn ihr mich vielleicht in meiner Arbeit unterstützen möchtet, wie denn manchmal haben wir schon gefragt, Luva, wie kann ich dir einfach Danke sagen? Wie kann ich mich bedanken bei dir für deine tolle Videos, was du für uns die Zeit verbrauchst und so. Und auf diese Art und Weise könnt ihr vielleicht mir auch helfen und meinen Kanal unterstützen. Und vielleicht machen wir auch mal was zusammen. Und wir brauchen nur auf die Mitglied klicken und dann sucht ihr euch die passende Stufe. Es ist natürlich kein Muss. Ihr werdet weiter die 3 Videos von mir bekommen, jede Woche. Es ist nur vielleicht ein paar kleine Extras für die, welche meinen Kanal möchtet gerne unterstützen. Und ich bedanke mich sehr für eure Unterstützung. Aber jetzt zeige ich euch, wie habe ich heute mein Kohl gemacht, weil ich bin wieder in Detox-Kur. So. Den Blumenkohl habe ich jetzt schon abgewaschen, abgespült. Es ist ungefähr 1 Kilo 200 Gramm und werden wir ihn jetzt in kleine Röschen aufteilen. Ich mache dann keine großen Röschen, dass die schneller gar sind und sozusagen auf den Gabel pixeln kann man. Deswegen schneide ich es mal ungefähr in so eine kleinere Stücke. Sogar kann man noch kleiner. Und gebe erstmal alles in eine große Schüssel. So, Blumenkohl habe ich jetzt aufgetaucht. Und jetzt machen wir Marinade. Auf meinem Teller habe ich schon die Gewürze vorbereitet. Salz, schwarze Pfeffer, Paprika, Rosenscharf, Kurkuma, ganz bisschen Chili, Gemüsebrühe, dann Kräuter, Mixkräuter. Und hier ist das die Tagetesblüten. Ich trockne die und dann püriere ich und nehme ich als Gewürz die ganzen Blüten. Nehme ich fürs Tee, nehmen wir die jetzt alle Gewürze in eine Schüssel und darüber und geben wir da ungefähr so 3-4 Esslöffel Öl. Ich nehme Olivenöl. 4 Esslöffel habe ich jetzt genommen, vermischen das und geben wir über unsere Blumenkohl. Muss ihn versuchen gut verteilen, dass überall ein bisschen Marinade kommt. Dafür nehme ich einfach ein Deckel und schüttle einfach alles in die Schüssel um. So, schauen wir rein. Schaut. Alles so gut verteilt. Das kann man jetzt einfach auf den Blech verteilen und bei 180 Grad 20 Minuten erstmal überbacken. Danach schneiden wir noch 2 Zwiebeln
und ein bisschen Knoblauch und da geben wir noch dazu und backen wir dann noch 10 Minuten. Ungefähr insgesamt muss man 30, 35 Minuten das überbacken. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch ein bisschen mit Käse bestreuen, aber das kann man bestimmt, wenn ihr das rausnimmt, einfach mit dem Parmesankäse bestreuen. Schmeckt auch sehr gut. Ich möchte gerne es in meine Luftfritteuse probieren. Meine Heißluftfritteuse habe ich jetzt angemacht und jetzt nehme ich den Korb raus und ich habe jetzt ziemlich trockene Kolb, deswegen werde ich kein Papier drauflegen oder Schälchen, ich gebe die einfach so rein. Es ist ziemlich viel für diese kleine Fritteuse, aber es wird schon funktionieren. Nach 10 Minuten einfach aufmachen und ein bisschen schütteln und dann wird es klappt. Und in dieser Zeit, bis das unser Kohl wird hier vorbereitet, schneiden wir einfach den Zwiebel und Knoblauch noch klein. So, ich nehme jetzt 170 Grad und 20 Minuten nehme ich auch, weil es ist relativ viel. Und dann geht es los. Bis unser Blumenkohl wird fertig, werden wir noch einen so einen Dip zubereiten. Den kann man mit Quark machen, mit Joghurt machen. Ich mache heute auf so einen Kokosbasis-Joghurt. Erstmal die Kräuter. Hier habe ich trockene Dill und dann noch ein bisschen Petersilie und so eine kleine Minze. Schneide erstmal klein. Duftet. Die Minze duftet gleich sehr gut. Dieses Gericht auch ist perfekt, wenn ihr wollt ihr abnehmen oder wenn ihr Detox-Kur macht. Das mache ich immer, wenn ich meine Detox-Kur mache, dann mache ich so eine Gerichte. So, klein geschnitten. Dann geben wir dazu so viel, wie wir es brauchen. So, halbe Becher nehme ich schon. Und so genau es wird zubereitet mit dem Quark. Und dann salzen wir. Pfeffer, kann man ein bisschen von dem Knoblauch, was wir für Gemüse vorbereitet, auch dazu geben. Knoblauch ist sehr gesund, besonders jetzt zum Herbst, wo das schlechte Wetter wird. Und dann noch ein bisschen von dem Zitrone. Kann man sogar auch Schale ein bisschen abreiben und in Dip machen. Auch dann schöner Geschmack. So, und jetzt probieren und nach Geschmack abschmecken. Sehr lecker. Brauche gar nichts mehr, nur auf mein Kohl warten. So, 20 Minuten sind vergangen. Holen wir das raus. So, schauen wir mal. Ja, es ist schon ein bisschen so schlapp. Geben wir jetzt dazu noch Zwiebel. Ich wollte Zwiebel nicht am Anfang geben, dass er nicht verbrennt. Und Knoblauch auch. Kann man eine kleine rausnehmen und mal probieren nach Gewürze, wie Gewürze sind. Schmeckt schon gut. Eventuell ein bisschen jetzt Salz wegen Zwiebel. Pfeffer muss ich nicht, aber ein bisschen Öl, dass nicht so ganz trocken wird. So, und wieder rein. Und dann stellen wir wieder auf 170 oder kann man 175 auch lassen, dass etwas bisschen knuspriger wird. Und 10 Minuten. Zwischendurch könnt ihr auch aufmachen, zum Beispiel nach 5 Minuten und ein bisschen schütteln, wenn ihr möchtet. Aber 10 Minuten sollte es reichen. Ende. Machen wir aus. Schauen wir rein. Ui, so sieht er aus. Ich glaube, in die Kamera sieht es richtig schwarz. Ist aber nicht. Schaut. So sieht es in Wirklichkeit. Richtig schön. Durch das dunkle Korb sieht es mal vielleicht schwarze. Aber ich mag sowas Knuspriges. Lecker. Könnt ihr natürlich ein paar Minuten weniger machen. Kein Problem. Und jetzt können wir es auch servieren.
Lecker. Und das Gute ist dran, dass das kann man jetzt wieder zurück in den Fritteuse reinstellen. Wenn ich jetzt in nächsten Minuten gleich serviert, dann wird es weiter noch warm. Sonst kann man auch auf die Warmtaste drücken und wird es warm. So, geben wir dazu noch unseren Joghurt. Voilà. Schaut. Ist doch lecker. Ich finde, es ist lecker. Probieren wir. Die Pagen knusprig. Genau richtig für mich. Aber so in Art und Weise kann man diese Blumenkohl auch mit den anderen Marinaden zubereiten. Nicht unbedingt, wie ich jetzt heute gezeigt habe. Aber so schmeckt es auch richtig gut, besonders für die, welche Detox-Kur machen oder abnehmen wollen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir wieder uns was Leckeres zubereiten. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!